Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Mini Project 4. Wie geht's heute wieder? Hallo. Hallo. Und ja. Mal sehen, was ich heute schaffe. So, ich bringe jetzt erstmal hier ein bisschen Eisen weg und so. Bisschen das Inventar sortieren, dann gehe ich nämlich auch mal runter, weil ich unbedingt Diamanten brauche. Und auch Eisen, glaube ich, ne? Ich habe gar nicht mehr so viel. Na gut, ein Stack noch. Ich habe jetzt 52 Eisen. Na gut. Also ich glaube, ich komme auch auf 2 Stacks insgesamt, aber auf Dauer ist es immer besser, noch ein bisschen was auf der hohen Kante zu haben. Ah ne, habe ich ja auch noch mal einen Stack. Naja, egal. Ich suche auch vorrangig Diamanten. Mal sehen, ob ich da nochmal dahin gehe, wo ich schon war, weil da war eigentlich das meiste schon weg. So. Ah ja, stimmt, Kohle brauche ich auch unbedingt. Oh shit. Das sieht ja auch nicht gut aus. Und Essen erstmal. Ich habe irgendwie übelst wenig. So gefühlt. Ich habe richtig viel Holz, aber sonst. Keine Ahnung. Mangels an allen Ecken. Ich werde wahrscheinlich bis zur nächsten Folge dann auch mal offscreen farmen oder so. Weil das wäre das Beste so. Damit wir auch mal wieder ein bisschen vorankommen. Habe ich glaube ich auch nicht mehr gemacht. Ja. Offscreen farmen. Hast du das nicht in Minecraft Deck 2 immer mal gemacht? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon gar nicht mehr dann. Soll ich eine Herz und nicht zu essen? Warum sind in der Höhle hier Grasblöcke? Na, ja, das weiß ich auch nicht. Das ist immer in der Höhle, ne? Das macht keinen Sinn. Manchmal werden ja auch so Höhlen unter. Wie in solchen Extreme Hills generiert, ne? Da ist ja dann auch immer Gras drunter. So. Scheiße, nein. Oh. Na ja, gut. Zum Glück ist Keep, gefährlich. Zum Glück ist Keep Inventory an. Oh. Kannst du schlafen? Ja. Okay. So, ich liege. Ich auch. Gut. Dann bringe ich noch mal kurz das Zeug hier weg. Die einzelnen Blumen, die können echt woanders hin. So. Ich hoffe, das Essen reicht. Solche. Ach komm, ich craft jetzt einfach mal alles durch. Ich will mir ein bisschen was aufheben, aber in der Situation ist es doch so besser. Gut. Ich könnte ja mal hier in die Schlucht gucken, theoretisch. Je nachdem, ob da schon welche waren. Ja, da waren sie schon. Ist das nicht sogar die, wo ich unten immer Strip mine? Ich glaube ja. Das müsste die sein. Oh. Okay. Die Höhle führt bestimmt auch dahin. Nee. Toll. Ist nur so ein komisches Loch. Muss ich mich mit Holzbrettern hochbauen. Und hier sind auch so viele Bäume, ne? Also von dem, der dir dieses komische Haus baut. Vielleicht ist es Monkex. Vielleicht wollte der noch ein Zweithaus bauen. Ja, der war ja letztens auch online. In deiner Folge. Hätte ich auch gedacht, dass es Monkex war. Aber vielleicht auch Martin Storms, weil der hatte auch vor, irgendwie noch ein zweites Haus zu bauen. Am Anfang wollte er irgendwie weiter weg noch ein Haus bauen und hier noch seine Ferienwohnung. Und vielleicht hat er das jetzt so ein bisschen umgeplant.
So. Oder vielleicht ist es Ailui. Das schien tief. Die immer so aktiv war. Oh. Oh. Wieder mal nicht auf lautlos. Bei mir würde das auch den ganzen Tag gehen wegen Clash of Clans oder so. Deswegen mache ich das schon aus dem Grund auf lautlos. Ich habe schon lange keine Benachrichtigung mehr bekommen von Clans. Na, wenn man nie da drin ist, dann hört das irgendwann auf. Oder von Clash Royale. So, aber vielleicht kannst du mal wieder Clash of Clans spielen. Da ist ja jetzt seit einiger Zeit dieses Nachtbase-Update. Das ist ja eigentlich ganz cool. Ich will einfach, dass bei mir der total heftig leckt. Ach so. Ja. Gut, das war bei mir auch mal eine Zeit lang, aber das hat sich dann wieder gefangen. Mit irgendeinem Update. Aber mir ist es schon vor einem Jahr so. Hm. Bisschen schade. Aber ich habe auch schon mal angesprochen, ein Thema, glaube ich. Ja? Das mit dem Handy. Ah ja, stimmt, dass auch andere Apps so, ne, dass die alle lecken. Ja. Stimmt, das war mal, aber das ist schon länger her. Ich will mir aber kein neues Handy kaufen. Hm. Na, ich hab, mein Handy ist ja noch mal älter als deins, aber das läuft eigentlich noch ziemlich gut. Das ist ja hier von, das habe ich schon seit 3 Jahren jetzt. Echt, ist ja dann auch Dezember. Hm. So, ich weiß noch nicht, wo ich mich langgraben kann jetzt, wo es Sinn macht. Ich weiß auch nicht, wessen Gang das ist. Ist das überhaupt meiner? Wahrscheinlich nicht. Obwohl ich in letzter Zeit immer nur so einen Gang mache und daneben gar keinen mehr. Kann schon sein. Boah, jetzt habe ich mich schon wieder komplett verlaufen irgendwie. Und ich habe wie immer keinen Wassereimer dabei. Das ist auch mal so ein Problem. Ich will mal einen dabei. Na, ich vergesse es manchmal einfach. Oh. Toll. Hast du eigentlich irgendwo Kühe gesehen? Nee, Kühe nicht, oder? Einmal, als da oben diese ganzen Tiere standen, da waren glaube ich Kühe dabei, die mit Spawn-Eggs gespawnt wurden, weil das so viele waren. Ich brauche jetzt welche für Leder. Ja. Irgendwie Itemframes craften. Ich weiß nicht, also vielleicht in dem Extreme Hits Biom da noch. Das könnte sein. Aber wahrscheinlich sind die meisten schon irgendwie abgefarmt. Angeblich sollen die ja nachspawnen hier in der Welt, so richtig oft. Aber das glaube ich nicht. Oh, hier ist immer noch dieses Slap. Die legendäre. Die hat Martin Storms am Anfang dahin gesetzt. Ah, das ist eine Kuh. Geil. Immerhin ist es ja nicht so schlimm wie in Staffel 3. Da war das ja absolut undenkbar. Da musst du echt seinen Netherplan und alles bauen und drücken und... Und 5 Folgen die Kühe rüberschleppen. Oh Mann. War schon krass. Ah, hier gibt's schön viel Kohle. Also ist gut, in City Survival musste ich auch so richtig viel farmen jetzt, Kohle. Ich glaube, ich hab noch Kohle gehabt, glaube ich noch. Ja. Kannst du den nehmen, wenn du willst. Ach so. Ja, das, wenn du dann das Projekt beendet hast, kann ich das ja machen. Ja. Aber jetzt noch nicht. Was willst du jetzt eigentlich noch machen in den letzten Folgen dort? Ja, dann haben wir mein Haus endet gebaut noch. Ach so, hast du die schon alle aufgenommen? Ja. Oh, na dann.
Sind glaube ich jetzt doch nur 13 Folgen. Echt? Ja. Wieso nicht 15? Das ist ja nichts mehr zu tun gehabt hier. Hm. Wollt auch nicht mit dem anfangen. Hättest ja noch irgendwie mir helfen können. So. Oh, wir sind doch schon über 10,5 Minuten. Echt? Lol. Ich weiß ja nicht, wie lange du die Folge machen willst. 10 bis 15. Aber ich brauche aufhören jetzt. So. Ah, da ich hätte auch gerade eine Martin Storms. Hm? Ich hätte auch gerade nochmal Martin Storms. Dieses kleine da, was so aussieht wie so eine Mühle oder so. So dieser Turm. Ja, genau. Und das geht dann eben unterirdisch irgendwo rein. Das ist so ein Geheimeingang. Hm. So, oh, hier ist eine Witch. Oh, Glowstone. Endlich wieder ein Glowstone. Ich habe ja letztens so viel verloren. Hier ist auch wieder Gras in der Höhle. Ah, hier ist noch... Hier könnte ich noch erkunden, wie es aussieht. Das sieht auch sehr verdächtig nach Spornik aus hier. Ja, wer weiß, wer die immer setzt. Ja, jetzt müsste ich mir wirklich mal einen Lava-Eimer oder Wassereimer machen. 2 Liter, ey. Ja, das dauert immer ewig, bis man da ordentlich was zusammen hat. Könnten die vielleicht auch noch verbessern. So, kurz das Achievement geholt. Und dann aufhören? Ja, können wir machen. Also du hast ja angefangen. Ja. Nicht alles gewesen in dieser Folge Mini-Quack-Deck. Wenn euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Schaut bei Egid vorbei, lasst dort ein Abo da. Und tschüss. Tschüss.